Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu einer brandneuen Folge Man of Medan hier auf Trend 17 TV in der Reihe Halloween Special hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen weiter mit der Story. Ganz, ganz lieben Dank für die Comments und Likes. Bitte auch weiterhin mit einem Daumen das Ganze hier unterstützen, dass ich weiß, ihr wollt mehr sehen. So, wir müssen zu unserer ersten Gesprächsrunde hier. Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Und Julia, die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant? Und dann ist da Captain Fliss. Stark? Direkt und stur. Sie scheint mir irgendwie immun gegen Conrads Charme, zumindest bisher. Ich versichere Ihnen, sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Gute Arbeit. Wie gut war das Flugzeug erhalten? Erwartungsgemäß. Brad, das war Wahnsinn. Das war wie eine Zeitreise. Kein Witz. Tja, es war wie eine Zeitreise, bei der man aus Versehen in einer Vergangenheit landet, in der alles unter Wasser liegt und voller Muscheln ist. Und Haie. Haie? Grauer Riffhai. Ah. Hey, ich war ganz schön nervös. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trink mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weitergetrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Fröhlich. Hallo, Matrose. Alles gut? Sorry, ich war mit meinen Gedanken bei dem irren Tauchgang. Kaum zu glauben, was wir erlebt haben, oder? Ich hatte ja erwartet, dass es cool wird, aber das war der Hammer, Mann! Was für ein Abenteuer! Wenigstens bleibt etwas Gutes in Erinnerung. Alle unsere Reisen sind gute Erinnerungen. Weißt du bist ziemlich das Beste, was mir je passiert ist. Romantisch. Ich liebe dich, Alex. Weißt du, wo die anderen sind? Ich gehe sie holen. Chill doch so lange. Hey, mein Bruder Entspannt. gesehen? Oder Fliss? Nein, ich war abgelenkt. Holen wir sie. Klar. Also, wann passiert, weiß schon, irgendwas Magisches? Frustriert? Nichts sagen. Okay, das reicht aber wirklich. Conrad, Bier, wo ist das? Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Okay, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Blog an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hole ihn. Hey. Alles okay? Du wirkst abgelenkt. Nee, alles gut. Sorry. Ich war wohl etwas abwesend. Wie fandest du den Tag? Ah ja, das waren die Bilder, die wir gemacht haben. Morgen wieder nach unten? Mhm.
ein bisschen zu gefährlich für meinen Geschmack. Keine Angst. Wo sollte denn sein, der Navigator-Block? Ich suche dann jetzt mal Julia. Hey, Zeit für eine Grillparty. Hast du den Block? Oh, nein, noch nicht. Ich war abgelenkt. Hab ihn. Gehen wir hoch. Komm her, mein Feger. Schön langsam. Wir müssen zurück. Genau hier. Wie immer kein Widerstand. Okay, Leute, hört mal her. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain? Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Wenn da noch mehr war, haben wir es nicht gesehen. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey. Sie waren respektvoll. Ihr hättet aus dem Wrack nichts mitnehmen sollen. Ich sag lieber nix. Was bringt das überhaupt? Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Schon wieder. Hm. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Ja, ich hab was gehört, dass hier irgendwo passiert ist. Lass mal hören. Wir können was Gruseliges brauchen. Ich weiß nicht, Brad wirkt nicht so angsteinflößend. Wisst ihr? Ja, seid ihr da nicht zu sicher? Sie ist schon ziemlich gruselig. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, sie stammt aus den verrotteten Seiten des schaurigen alten Bordmagazins, das ich auf dem Hinflug gelesen habe. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Er hat nur eins im Sinn. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Okay, gut, dann war es ein Fleischhaken. Sie wurden damit aufgeschlitzt und an den Sparren gehängt. Moment, du änderst die Mordwaffe? Ich dachte, das ist eine wahre Geschichte. Da war viel Blut. Ein Gemetzel. Wer weiß schon, wie sie starben. Okay, also, wer war's? Die Frau sagt, das war mein Mann. Und wendet sich dem Schrank zu und sagt, er ist da drin. Ah ja, der Ehemann. Und deshalb traue ich der Ehe auch keinen Zentimeter. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber er hat sich die Eingeweide mit dem Fleischhaken herausgerissen. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher, näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit.
Ach, das ist eklig. Leo, super Wendung. Schön. Nicht schlecht, Kleiner. Ich fand sie gut. Ziemlich cool. Letztens hast du sie besser erzählt, aber guter Versuch. Okay, ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haie geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha, wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Mann. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Oh Gott, was sind das denn für drei Gestalten? Ach, die sind mit dem Boot gekommen. Entknebeln. So, erstmal alle entknebeln, würde ich sagen. Julia, alles okay? Ich glaube schon. Also, schlechte Neuigkeiten. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Ja, also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Doch gute Neuigkeiten. Großartig. Oh, ich habe sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Hey. Alex, was werden die uns antun? Ich will es nicht mal wissen. Ich will hier raus. Wir sind in großer Gefahr. Losmachen. Leute, wir müssen uns losmachen. Sofort. Komm her. Scheiße. Das klappt nicht. Los doch.
Ja, kommt da wieder rein, siehst du? Ah, Arschloch! Ich komme später. Konrad! Niemand weiß, dass ihr hier seid, meine Lady. Ihr seid hier ganz allein. Machen wir das Beste draus. Du kannst mich mal kreuzweise, du Stück Scheiße! Du hast sie gehört. Nichts sagen. Manchmal besser nichts zu sagen. Stopp! Langsam. Ruhig. Aufgewühlt, feindselig. Aufgewühlt. Gut, den haben wir schon mal gerettet. Zeig dich von deiner besten Seite, kleiner Mann. Okay. 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 Aber er lebt noch. Noch jedenfalls. Aufhören, lass sie los! Ihr Bastard! Hey! Schwachkopf! Halt die Scheißfresse! Sie werden sie nicht schlagen. Haben sie Fliss auch nicht. Es scheint schon ziemlich dicke mit ihnen zu sein. Ja. Wo ist denn mein Bruder? Ich weiß nicht, geht ihm sicher gut. Diese Typen wollen bestimmt nur Geld oder so. Okay. Dreh dich um. Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Okay, sie kommen. Nein, verdammter Mist! Haben zum Glück nichts gemacht. Julia, sag mir, was passiert ist. Sie haben nach unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Acht Sekunden. Der Sturm ist 8 Meilen weg. Sie kamen auf einem Boot. Nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre. Vielleicht schafft's einer von uns zum Boot. Hilfe holen. Wenn ihr sie ablenkt, komme ich aufs Boot. Der Typ mit der Knarre wird nichts merken, bis ich lange weg bin. 7 Sekunden.
Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. Zu laut, das hören Sie. Wir knacken sie, während es donnert. Ach, gute Idee. Ich gehe durch das Fenster und dann zum Boot. Und ihr lenkt sie ab. Conrad, du konzentrier dich und geh zum Boot. Okay, dann los jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hey, was denkst du dir? Was zum Teufel, Jungs? Na und? Nimm die. Ups. Sie, falls nötig. Setzt euch. Da drüben. Du, genau hier. Setzen. Oh, wenn ihr mal Glück gehabt. So, meine Lieben, wir machen an dieser Stelle unseren nächsten Boxenstopp und es geht hier natürlich super spannend beim nächsten Mal weiter. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da und abonniert den Kanal, ist immer noch kostenlos und macht reich und schön. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.